und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das biblische Wort, das uns Gottes Wort werden will und uns in dieser Passionszeit leiten will, das steht im Johannesevangelium im 3. Kapitel. Und da hören wir: Und wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat, so musste der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Liebe Gemeinde, ich habe Ihnen heute einen Gast mitgebracht, der vielleicht etwas zu sich selbst sagt. Liebe Frau von Bühner, würden Sie kurz etwas über sich selbst sagen und sich der Gemeinde vorstellen? Ja, das mache ich gerne. Guten Morgen und herzlichen Dank Ihnen für die Einladung. Ich lebe seit vielen Jahren jetzt in der Rhein-Main-Region, bin aber eigentlich aufgewachsen in Schleswig-Holstein, auf dem Land an der schönen Schlei, ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen kennt, und wollte dann, als ich dort Abitur gemacht hatte, unbedingt in die Welt hinaus, weil dort oben ist es sehr still, was auch schön ist, was man auch mit der Zeit zu schätzen weiß. Ich habe dann eine kaufmännische Ausbildung bei der Lufthansa gemacht in Köln und Frankfurt und habe Wirtschaftswissenschaften studiert, bei der Deutschen Bank und bei der Lufthansa gearbeitet mehrere Jahre. Und dann habe ich das, was ich eigentlich schon immer in mir gespürt habe, durch die Geburt meiner Kinder noch deutlicher gedacht, dass ich etwas verändern muss, dass ich das Wirtschaftliche nämlich verbinde mit etwas Sozialem und Kulturellem. Und so bin ich vor mehr als 10 Jahren zur EKN-Stiftung gekommen. Das ist die Kulturstiftung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Das ist eigentlich etwas ganz Besonderes, denn das hat nur noch die Landeskirche in Hannover, die Hans-Lilje-Stiftung, das war auch damals das Vorbild. Und in Berlin gibt es noch eine Stiftung St. Matthäus, die sich einem ähnlichen Zweck verschrieben hat. Soweit. Ja, vielen Dank. Sie kennen also beide Welten. Sie kennen sozusagen die ökonomische Welt, die auf Gewinnorientierung ist. Und Sie kennen die andere Welt, Sie haben es das Soziale genannt. Sie arbeiten für eine Stiftung. Was heißt das für Sie? Für mich heißt es erstmal ein wirklich ungeheuer privilegiertes Arbeiten, weil ich muss kein Geld verdienen mit der Stiftung. Also bisher noch nicht, außer dass ich vielleicht Spenden eintreibe. Aber es ist ein ungeheuer privilegiertes Arbeiten, weil man eben an Gestaltung von Gesellschaft teilhaben kann. Und das finde ich ist etwas, was das Stiftungswesen und auch die Menschen, die dort arbeiten, auszeichnet. Jeder auf seine Weise mit ganz, ganz unterschiedlichen Zwecken auch. Also der eine rettet Tiere, der andere hilft Schülern zu sozialem Vorankommen. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Zwecke und das macht das sehr, sehr heterogen auf der einen Seite, aber auch ungeheuer reich, dieses Stiftungswesen. Und es macht mir sehr viel Freude, dort zu arbeiten. Sie haben es gerade gehört, die Landeskirche Hannover und die EKN hat eine Stiftung und die Markusgemeinde hat auch eine Stiftung, die Kronberg-Stiftung. Die Kronberg-Stiftung ist zugegebenermaßen im Vergleich zu Ihrem Arbeitgeber, der EKN-Stiftung, wahrscheinlich doch noch ein bisschen kleiner. Aber die Größe einer Stiftung, die bemisst man ja am Kapitalvolumen, was eine große Stiftung ist, was eine kleine Stiftung ist. Das geht ja ans Kapitalvolumen. Und ich war da mal neugierig und habe mal auf die Liste des Deutschen Stiftungsverbands geguckt, wer denn so die Riesen sind im deutschen Stiftungswesen. Da wurde mir schon ein bisschen flau, als ich dann sozusagen die Bilanz unserer Stiftung dagegen verglichen habe. Also wir sind vielleicht wirklich ein Zwerg. Aber dennoch haben wir eine Tradition als Kronberg-Stiftung. Vielleicht klein, aber immerhin auch schon eine Tradition. Denn die ersten Stifterinnen, die unsere Stiftung, das waren die Frauen, ja, mit ins Leben gerufen haben, das geht bis ins Jahr 1947 zurück. Johanna Haag, Margarete Luise Jacobi und Nelly Schroth.
Das sind drei Frauen, die den Grundstock für unsere Kronberg-Stiftung gelegt haben. Das ist jetzt etwa gut 70 Jahre her. Und immer noch wirkt dieser Wille dieser drei Frauen in uns, in unserer Gemeinde, in ganz Kronberg nach. Andere Stifter sind dem Beispiel gefolgt. Die Grundidee war dabei, die drei Frauen waren Diakonissen, also Schwestern der Zehlendorfer Diakonissen. Die Grundidee war schon im christlichen Glauben verpflichtet. Sie haben auch Begegnungen mit Stifterpersönlichkeiten. Sie haben es mir im Vorfeld gesagt, wovon Sie erzählen wollen. Welche Begegnungen waren da für Sie eindrücklich? Ja, vielleicht noch ein Wort vorweg, wenn ich darf, zu den Stiftungen. Denn ich finde es mal ganz großartig, dass Sie Ihre eigene Stiftung hier haben. Und so klein ist sie auch gar nicht, finde ich. Denn wenn man schaut, in Deutschland sind wirklich fast drei Viertel aller Stiftungen im Kapital unter 1 Million. Also es gibt wirklich nur ganz wenige große Stiftungen. Also die Liste, die Sie sich angeschaut haben, das sind vielleicht die obersten 5%, die man da überhaupt nur sieht. Und man muss ja auch dahinter sehen, einfach, dass Stiftung wächst ja immer noch. Es gibt ja immer noch ein großes Stiftungswachstum. In Deutschland fast 500 neue Stiftungen im Jahr. Und da reden wir nur von den privaten Stiftungen, also noch nicht mal von der Kirchenstiftung. Und das ist eigentlich ganz toll, weil es ja einfach zeigt, dass die Menschen sich engagieren mögen und für die Gesellschaft einsetzen. Und ich hatte in der letzten Woche gerade eine besondere Stifterbegegnung. Und das ist eigentlich das Wunderbare auch, dass man Menschen trifft, die aufgrund ihrer Biografie heraus oder weil sie, wie sie sagen, der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen oder Verantwortung übernehmen möchten, weil sie selbst auch Glück hatten im Leben. Und das war eine Frau, die mittlerweile über 60 ist, die 1971 in Peru, wo sie mit ihren Eltern gelebt hat, in einer Forschungsstation im Regenwald. Und sie ist 1971, als sie 17 Jahre war, abgestürzt mit einem Flugzeug mit 90 weiteren Personen. Und sie hat als Einzige überlebt und ist dann 10 Tage noch im Regenwald geblieben. Und da sie den Regenwald kannte, hat sie eigentlich dort überlebt, weil sie wusste, was ist gefährlich, wo kann ich bleiben. Und hat jetzt eben 30 Jahre später diese Stiftung gegründet, Tanguana heißt die, das ist ein Vogel dort, hat diese Stiftung gegründet und versucht, den Regenwald zu retten, der ihr damals das Leben gerettet hat. Und das ist einfach eine unglaubliche Person natürlich gewesen und auch eine schöne Geschichte. Und so gibt es ganz viele Geschichten von Stiftern, auch erfolgreiche Unternehmer, die dann irgendwann sagen, ich habe so viel Erfolg gehabt, jetzt möchte ich eigentlich mich noch sozial engagieren. Die dann vielleicht auch gar keine Stiftung gründen, das gibt es schon, sondern auch vielleicht eine gemeinnützige GmbH, es aber trotzdem Stiftung nennen, um eben zu zeigen, dass sie damit sich gesellschaftlich engagieren wollen. Ja, Stiftungen sind darauf angewiesen, dass es Menschen gibt mit einer besonderen Motivation. Das ist ja unseren beiden Stiftungen gemeinsam. Da stehen Persönlichkeiten dahinter, die eine bestimmte Motivation haben, etwas zu tun. Heute ruft uns der Predigtext ja mal dazu, in den Brunnen hinabzusteigen, aus dem diese Menschen ihren Antrieb, ihre Motivation geschöpft haben. Tut sozusagen die Quelle auf, aus dem Stiftungswesen ja auch kommt und schöpft. Diese biblische Geschichte. Vielleicht haben Sie die eine biblische Geschichte erkannt, die Anspielung von Mose und dem Volk Israel in der Wüste. Da wird erzählt, dass das Volk Israel in der Wüste von einer großen Menge von feurigen Schlangen überfallen und gebissen wird. Das ist schon fast wie eine Szene aus dem Horrorfilm. Wie stehen Sie zu Schlangen? Also ich hätte auch Angst bei den Szenen. Und natürlich haben Schlangen, sind gefährlich, sind giftig oder können wirken. Sie haben ja trotzdem aber auch, also finde ich auf der einen Seite dieses Negative, ein bisschen auch Verschlagene vielleicht. Das kommt natürlich auch durch die Geschichten, die man kennt, auch aus der Bibel oder auch das Dschungelbuch, was ich noch von meiner Kindheit erinnere, wo die Schlange Ka ja auch den Mowgli hypnotisiert. Also oft haben sie nicht so Gutes im Sinn. Trotzdem sind sie natürlich unheimlich faszinierend, wie sie sich fortbewegen, wie sie auch sich häuten können, sich erneuern können. Also ich finde ambivalent, aber doch eher ängstlich. Ja, also Sie haben darauf angespielt, sozusagen die Feindschaft zwischen Mensch und Schlange wird in der Urgeschichte, in der Schöpfungsgeschichte schon bereits begründet, zwischen Eva und der Schlange. Aber gleichzeitig bietet die Geschichte dieses zweideutige Bild von Schlange, also einmal negativ und dann kommt ein ganz positives, starkes Bild. Das Bild von der Schlange, die an einer ehernen Stange erhöht und aufgerichtet wird, dass jeder sie sehen kann. Wie wirkt dieses Bild von einer Schlange an der Stange auf Sie? Was verbinden Sie damit spontan? Also zunächst tatsächlich befremdlich, weil ja etwas, wovor man Angst hat,
plötzlich gebannt wird. Und das ist, hat ja vielleicht beinahe schon was Therapeutisches, man muss es anschauen. Und dadurch verändert sich was. Die eherne Schlange an einer Stange aufgerichtet. Der Evangelist Johannes erweist sich als Theologe und interpretiert dieses Bild. Und er deutet dieses Bild auf den Christus am Kreuz. Wir haben auch einen ehernen Christus, der am Kreuz hier bei uns, unter uns aufgerichtet ist. Der eine Sinn ist, wenn die Schlange an der Stange ist, dann ist sie besser zu sehen. Dann kann sozusagen jeder, der auch weiter weg ist, seinen Blick darauf richten. Hat also sozusagen diese optische Funktion. Aber auch diese Erklärung, das in den Tod hineingehen, das ist durchaus auch damit verbunden. Der am Kreuz erhöhte Christus, der wirkt. Und der wirkt wie ein Gegengift. Also die eherne Schlange ist das Gegengift zu dem, was die Schlangen da mit dem Volk Israel antun. Und Christus selbst ist das Gegengift. Die Menschen können auf Christus schauen. Ich stelle mir vor, wenn ich mit so einem, von einer Schlange gebissen würde, meine erste intensive Reaktion wäre, ich schaue da, wo sie mich gebissen hat. Meistens der Knöchel, die Schlangen gehen immer an den Knöchel. Also meistens unten Knöchel, wäre ich sozusagen auf mich selbst fixiert, würde da auf meine Wunde gucken, würde vielleicht sogar mein Bein umklammern und wäre sozusagen panisch fixiert da unten auf meine tödliche Wunde. Das ist das Bild, was sozusagen von Gottes Perspektive aus auf den Mensch, wie der Mensch auf Gott wirkt, von seiner Perspektive auf. Der Mensch ist in sich selbst verkrümmt. Der blickt nur auf sich selbst. Der umklammert sozusagen sich selbst und blickt nur auf sich selbst und schaut nur auf seine seelischen, vielleicht auch körperlichen Gebrechen und Verwundungen und kommt aus diesem in sich gefangen sein da nicht raus. Und dann will Gott den Menschen dazu bringen, dass er den Blick von sich löst. Die Geschichte erzählt ganz eindrücklich, diejenigen, die nicht auf die Schlange schauen, die sterben. Und so ist auch der Evangelist Johannes überzeugt. Diejenigen, die nicht auf Christus schauen, können sich nicht lösen aus ihrer inneren Selbst, aus ihrem inneren Selbstbezug. Christus, das Ereignis, mit dem der Mensch aus der Selbstbindung gelöst wird. Können Sie damit was anfangen? Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Bild und auch eigentlich ein großartiger Gedanke, weil ich denke, dass wir Menschen ja beides sind. Und wir sind immer mit uns und haben auch mit uns zu tun und beschäftigen uns miteinander, brauchen aber auch immer wieder ein Gegenüber, um aus uns herauszutreten und in Beziehung zu kommen. Und nur dann erkennen wir ja auch noch einen ganz anderen Teil von uns. Also dass die Idee des über sich selbst hinausgehens ist eine sehr schöne, dass wir uns dann doch nicht genügen. Und das sieht man ja auch beim Stiften letztlich, dass die Menschen oder die dort arbeiten oder die auch Geld dafür geben oder Zeit geben, es ist ja nicht immer nur das Geld, es ist ja auch die Zeit, das Engagement, dass die eben auch nicht bei sich stehen bleiben, sondern einen Schritt weiter über sich selbst hinausgehen. Und sogar auch in der Sache, auch unsere Stiftung ist angelegt, dass sie sich ja nicht nur mit Religion, mit Glaube, Theologie beschäftigt, sondern dass das ist das Zentrum, wo wir starten, aber dann gehen wir hinaus und wollen den Dialog mit Wirtschaft, mit Kunst und Kultur, mit Naturwissenschaft. Auch da genügen wir uns nicht, sondern versuchen in der Auseinandersetzung etwas Neues zu entwickeln. Also Gemeinde darf auch nicht nur auf sich selbst schauen und sozusagen in sich selbst verkrümmt sein, sondern braucht die Öffnung zur Welt und den Dialog mit der Welt. Erst dann kann sie eigentlich wirklich Frucht